der dem Kino gewidmet ist. Filmreifes Vergnügen zum Mitschmachten, Mitfiebern und sich erinnern. Der Kinogong, der Saal wird langsam dunkel, ja, da hat man gleich die Luft angehalten. Ja, oder weil der Platznachbar sein Deo vergessen hat. Aber widmen wir uns romantischen Kinoerinnerungen. Ja, der erste Kuss ganz heimlich im dunklen Kinosaal. Wie romantisch. Ach, was waren wir jung. Ja, apropos jung. Das Kinopersonal wird ja auch immer jünger. Ja? Jedes Mal, wenn ich meine 23,50 Euro für meine kleine Cola und das Popcorn Medium Size bezahle, bei diesem kleinen, pickligen Zahnspangenträger, frage ich mich, ob der in Mathe wirklich gut aufpasst. Also bei den Preisen gehst du besser als Single ins Kino. Oh nee, das habe ich einmal gemacht und bin als Single ins Kino ganz alleine. Und das war so frustrierend. Viermal musste ich mich umsetzen. Echt? Hat dich jemand belästigt? Ja, aber erst der vierte. Oder eher so der Programmkinogänger. Ah, Programmkino. Ein Kino muss Schauburg oder Thalia heißen. Und nicht UCI, Minimax, Plexiflax oder was weiß ich. Ja, und dort gibt es sie noch. Ja, die großartige Kinounterhaltung. Kino findest du nicht? Keine Ahnung, ich achte nie auf die anderen Zuschauer. Ich liebe sie, ich liebe diese riesigen Multiplex-Kästen. Ja, da darfst du nur nicht während des Films raus aufs Klo, weil bis du Saal 13 wiedergefunden hast, ist fast der ganze Film vorbei. Ah, deshalb gehen Frauen auch zu zweit aufs Klo, damit eine den Weg zurückfindet. Ja, aber Thea, das musst du zugeben, der Dolby Digital Sound, boah, der ist doch der Wahnsinn, oder? Ja, der dir in einem Til Schweiger-Film auch nichts nützt, den verstehst du trotzdem nicht. Stimmt, ja. Aber dieses... Leute, wartet mal ganz kurz. Alex, muss das jetzt sein? Das ist unsere letzte Probe mit Christian und Dorothea. Sorry, Jungs, aber ich habe heute noch eine Tussi-Park-Vorstellung in der Komödie. Aber wir sind ja jetzt auch durch, oder? Ja, wir sind sowas von durch. Das wird der Oberhammer mit euch. Und mit dem Opening wird unsere Filmnacht echt erbringen. Vielen Dank nochmal, dass ihr mitmacht. Ja, ist doch klar. Euer Kino ist ja sowas wie Kult in der Stadt, ja? Und wenn es schon schließen muss, hat es doch eine würde Abschlussshow verdient. Hab ich den Trubel ganz vergessen, kein Problem, ich hol's schnell. Und Leute, wartet doch mal! Ja, ein bisschen eigentlich haben wir schon, ne? Weil Thea hat, wie gesagt, noch eine Vorstellung und ich habe einen Termin im Boulevardtheater. Ja, die wollen jetzt nachher Dr. die Kanüle klemmt und Herr Passler ihre Kutte rutscht, eine dritte Frivole-Komödie rausbringen und ich soll die Titelrolle spielen in Herr Fleischer, ihre Salami stinkt. Nee, den Fleischer. Hier, 500 pro Nase, wie vereinbart. Danke. Ja, also dann bis Samstag. Guido, Konrad. Und der Rest. Ja. This is the end.